So, wir haben die neuen Termine für die nächste theoretische Prüfung zum Therapiebegleithund gerade festgelegt. Ich schreibe es euch oben in den Text, sage es euch aber noch dazu. Es beginnt am 1. Dritt. Wort. Jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht lesen. Na, kannst du gratulieren. Es beginnt am 14.3. und die Prüfung ist am 11.4. Dazwischen, also die theoretische Prüfung beginnt Mitte März und endet dann im April. Das sind drei Online-Seminarabende, wo du auf die Prüfung vorbereitet wirst. Und auch die Prüfung ist online. Nur bei uns ist dann 70 Fragen. Wir gibt's kein Multiple Choice, ja, weil die bei uns Therapiehundeführer sind, die können selbstständig denken. Und das beinhaltet auch die Fragen sinngemäß zu beantworten. Auswendig gelernt gilt bei uns nichts. Das sind wir ganz streng. Na, es ist einfach wichtig, dass man das versteht, was man tut. Und in diesem Sinne habe ich wieder ein Video zugespielt bekommen von Hundeabrichterplatz, Hundetrainer, wo du eben siehst, wie Hunde trainiert werden mit Anleitungen. Und da ist zum Beispiel Sitz. Normale Übung. Eine der ersten Übungen, die jeder Hund lernt. Sitzen, ja. So, der Hund macht Sitz, der Hund sitzt, kriegt ein Leckerli. Gängen zum Beispiel sitzt. Ich glaube, der hat das mindestens 10 Mal hintereinander gemacht. Immer wieder der Hund gestanden, gesessen, gestanden, gesessen. Das nennt man konditionieren. Ja? Konditionieren heißt, ich sag da was und du tust es. Und immer wenn ich das sag, tust du das. Ganz egal, ob das jetzt Sinn macht, es ist scheißegal, ich sag sitzt, du sitzt. Und so wird der Hund, das ist die herkömmliche Methode zum Trainieren. Konditionieren. Ein bestimmter Befehl verlangt eine bestimmte Handlung, die wird bestätigt, Ende Gelände. Ich sage euch was. Ich habe da einen wissenschaftlichen Beitrag gelesen, ja, das kann ich auch, wo drin gestanden ist, wenn du jetzt ein Kind nimmst, das gehen lernt, ja? Nimm ein Kind, das gerade gehen lernt. Und du begleitest dieses Kind 2 Jahre lang, bei jedem Schritt, und sagst immer, linker Fuß, rechter Fuß. Linker Fuß vor, rechter Fuß vor, ja? Immer. Wie das Kind geht, sagst du das. Wenn du dann nach 2 Jahren nichts sagst, wird dieses Kind nicht mehr selbstständig gehen können. Weil es so, und das ist Konditionieren. Konditionieren beinhaltet, nicht selbstständig zu denken. Konditionieren heißt, ich sag dir, was zum Tun ist, du befolgst den Befehl und dazwischen gibt's nichts. Ende. So arbeiten wir nicht. Ich möchte, dass meine Hunde mitdenken. Darum habe ich auch zum Beispiel, wenn wir jetzt auf der Straße gingen, gibt es nur gemeinsam. Da gibt es jetzt zum Beispiel, da komm her, da wir gehen da. Viele sagen dann, komm, wir gehen da. Und ich sage, schau, stell dir vor, du gehst mit deinem Freund spazieren und der sagt bei jeder Ding, komm, wir gehen da, komm, wir gehen da. Irgendwann wirst du sagen, erst geschissener, der fährt auch einmal irgendwo hin. Warum soll ein Hund nicht einmal wohin gehen dürfen, wo er gerne möchte? Sind wir dann sein Untertan in der Hierarchie gefallen ins tiefste Bodenloch, irgendwo zwischen Lurch und Grottenolm, ja? Leider, ich bin kein Führer, ich bin ein Anführer. Und einem Anführer, dem folgt man, ja? Und ich muss nicht unter Beweis stellen, dass ich besser bin, gescheiter bin oder sonst was. Ich brauche nur das Vertrauen meines Hundes. Und wisst ihr, wie oft ich unterm Training am Blödsinn mache, weil, keine Ahnung, irgendwas mit meinem Kopf woanders bin und irgendwas sage, warte und weiter. Und ich bleib stehen und sage weiter. Ja? Und mein Hund schaut mir dann auch so gut, ich gehört, na, haben wir es im Schüssel? Heißt nicht lieber warte, sagen wir dann, die sagt, du hast recht, warte, mein Schatz. Das heißt, mein Hund hat gelernt, wenn ich am Blödsinn sag, ja, weil ich in Gedanken bin, das zu hinterfragen, zu sagen, das willst du wirklich, ich meine, ja, ich gehe gern weiter, aber du stehst, ich soll ja weiter, gell? Meinst du das ernst, ja? Das heißt, wenn ich jetzt nach links oder nach rechts gehe, dann bleibe ich immer stehen und sage, na, wo gehen wir hin? Gehen wir da oder gehen wir da? Ja, gehen wir da, passt. Oder wenn ich weiß, wo ich hin will und ich habe keine Zeit, auch wenn ich keine Zeit habe, dann sage ich, Schatzl, gehen wir da? Gehen wir da? Ist das so? Ja, super, da gehen wir. Wir. Das heißt nicht du gehst, sondern ich sage, gehen wir da. Und da mach, überlegt einmal, wenn euch ein Chef zu euch sagt, gängens, gängens, holen's die Akten.
Ja? Ist ein ganz anderer Tonfall, wie er sagt, geh Frau Meier, können Sie mir bitte die Akten, oder kommen Sie, wir gehen die Akten holen. Du hast eine andere Tonlage, wenn du wir sagst, als wenn du mit dem vermeintlich Untergebenen sprichst. Wir ist immer freundlich und respektvoll. Weil keiner sagt, wir sind Arschlöcher, wir gehen scheißen, wir hauen uns in die Goschen. Das machen wir nicht. Das ist immer du. Ja? Wir heißt gemeinsam. Wir sind immer sanft, wenn wir mir sagen, weil wir sind ja lieb zu uns. Nicht? Und darum ist das Training bei mir einfach anders. Es beinhaltet kein du bist ein Befehlsempfänger, du magst, sondern ein Wir. Und gerade bei der Therapiehunde-Ausbildung ist es, finde ich, es ist in jeder Ausbildung wichtig. Aber jetzt stell dir vor, ein Therapiehund, der in der Sitzung ist in einem Kindergarten und es ist wirklich eine extrem aufgedrehte Gruppe und es wird ihm noch 20 Minuten zu viel. Wenn der nicht gelernt hat, selbstständig zu zeigen und wenn du als Hundeführer nicht gelernt hast, zu sehen, was sagt mir mein Hund? Das heißt, wir kommunizieren, das ist auf Gegenseitigkeit. Ich spreche mit dir und du sprichst mit mir und du hörst mir zu und ich höre dir zu. Und wenn mein Hund dann signalisiert, zum Beispiel durch auf die Decke gehen, ich kann nicht mehr, dann ist das erste, was ich sage, wenn der Hund auf der Decke ist, dann hat er genug und dann arbeiten wir weiter. Und die Hunde haben einfach gelernt, sich selbstständig, wenn ihnen eine Situation zu viel ist, sich rauszunehmen. Und das würde präventiv wahnsinnig viele Unfälle mit Hunden vermeiden, wenn die Hundebesitzer nicht über den Hund drüber gehen, sondern die Signale erkennen, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr, danke genug. Und der Hund weiß, er darf die Situation verlassen und zum Beispiel hinter den Hunden, meine Hunde stehen öfter hinter mir, wenn sie jetzt so, Gott, ich hat Mama,